Okay. Ich weiß, dass diese Stelle auf der Ganze auch nicht ohne war. Aber wir machen das. Ich bin ja nur heldenhaft. Hoppala. Verzeihung. Kriegen wir das schon hin? Weiß nicht. Wie gesagt, ich glaube, ich sollte mich erstmal nicht auf die Jäger konzentrieren. Und erstmal gucken, dass ich die Eliten weghole. Wo auch immer die herkommen. Bin mir nämlich da noch nicht ganz. Ach, da hinten ist noch ein Fan. Oh. Klug. Ja, da kommen auch die Eliten raus. Schlau. Okay, die sind jetzt beide da unten. Ich will aber eigentlich, dass die hochkommen, weil ich den mit der... Fuck! Der Shotgun mitkommen will. Oh, sie tun es direkt, wenn ich One-Shot bin. Ja, cool. Perfekt. Okay, komm her. Komm, komm, komm. So, sind da jetzt noch mehr Eliten oder sind das die Jäger? Okay, sind die Jäger. Erstmal naden, Moment, wir holen jetzt noch mehr. Und dann ist vielleicht gleich schon einer Ruby down. Ich hoffe, dass er mich jetzt nicht wieder einfach schlägt. Fuck, sprinte, lauf, lauf, lauf! Oh, ich werde ihm einfach in den Schlag gelaufen. Ach, ist das so, June. Dann mach mal, wenn du so krass bist. Ich weiß nicht, ich glaube in Reach waren Jäger ziemlich. Oh, okay. Der erste ist down. Denk ihn weiter ab, denk ihn weiter ab. Der zweite hat jetzt natürlich noch relativ viel Leben. Steck dich hier nicht so, geh da raus und kämpfe. Du bist ein Spartan. Spartaner! Spartiaten! Spartans! What is your profession? Oh! Der 100 irgendwie ist ganz cool eigentlich. Er ist dumm, aber es ist irgendwie auf coole Art dumm. Weiß auch nicht. Die meisten Zack Snyder Filme sind ja doch noch irgendwie ganz cool, auch Watchmen. Wohingegen der 100 Rise of the Empire habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber es soll ja nicht so gut sein. Aber ich mag ja eh Antike. Antike ist geil auch so. Ich weiß nicht, ob wer den Film Alexander kennt. Einfach. Bei Alexander den Großen. Auch ein ziemlich geiler Film. Oder Gladiator. Gladiator ist sowieso ein Geniestreich, ja. Also ich mag die Antike. Meiner Meinung nach die Hochzeit der Menschheit. Und dann kamen diese ganzen blöden Stämme von. Gut, Rom mag ich auch. Aber ich mag Griechenland noch mehr, aber gut. Sehr schön, June. Das war ein schöner Schuss. Dann kamen diese ganzen Kacksch. Wir zünden das jetzt noch nicht direkt, ne? Okay. Dann gehen wir mal weiter rein. Auf jeden Fall, wobei ich denke, im Antike, ne? Ja, also, muss man schon sagen, ist schon krass. Weil dann kamen diese ganzen Stämme und haben halt Rom überfallen. Gut, Rom hatte auch Probleme und ist auseinandergefallen und so. Und, aber, muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten schon so alles und, keine Ahnung, eine anständige Gene und Zeug und bessere medizinische Versorgung und was weiß ich nicht alles. Kommen diese Kackstämme und verbrennen einfach alles so ungefähr, ne? Und, ja. Dann kommt das Mittelalter, was so eine voll dunkle Zeit ist, wo so voll nichts passiert und, also gut, auch was, aber alles so dreckig und ungeordnet und, oh Gott, fuck, ich hab keinen Sniper. Kann ich mir das noch holen? John, du machst das mal, ne? Also ich bin gleich wieder da. Ich lass dich nicht zurück. Nein, keine Sorge. Ich hol mir nur kurz Equipment. So ein bisschen Armmunition. Und mein Sniper, das nicht mehr hier ist, weil es, oh Mann. Scheiße. Was tun wir denn da mal? Okay, wir müssen mit der DMA holen. Habe ich die Befürchtung, weil ich jetzt nicht weiß, wo wir jetzt noch Schnappe liegt. Du bist unter Feuer, ja, ich bin okay. Ich gieße sie auf. Oh, guck mal, ich hätte mir das auch sparen können. Wenn man mal ein bisschen sich umsehen würde und gemütlich wäre. Boah, ich muss jetzt mal das Flak da wegholen. So. Fuck mich nicht ab.
Da sitzt da halt immer nur so ein Grunt drin, aber der macht unglaublich viel Damage und krass. Es ist ja ein Shade, ne? So, die Elite. Warum sind nur Grunts, hoffe ich? Noch eine Elite, wenn ich jetzt mal nicht so. Komm her. Okay, June, dann klau mir halt den Grunt. Ist okay. Wenn du das gerne erledigen möchtest. Guck mal da hinten. Die ganze Zeit am Blitzen und so. So fancy sieht das aus. Da ist ein Banshee. Warten Sie immer weiter auf Reach aus. Das Noble Team muss was dagegen unternehmen. Aber schnell. Nein, Grunt. Da unten ist eine Elite. Zwei sogar. Und ich treffe. Am Anfang habe ich doch ganz gut getroffen, Mann. Mit dem Schnapfschützen. Und woran liegt's? Ja, ich bin Spartan 3. Genau. Danke. Da haben es alle erkannt. Bin einfach ein Lappen. So. Ich meine, so ungefähr ohne Anzug kann ich halt gar nichts. Hm? Ohne Schilde. Und bin ich halt nur so ein, theoretisch so ein ODST in Rüstung. Cool. Gut, okay, ODSTs sind auch schon harte Hunde, aber ne, im Verhältnis zu einem Spartan 2, also, naja, gut. Oh, hallo. Da fliegen wir mal eine Nate drauf. Zur Sicherheit, weil da. Ah! Ich sehe doch genau, wie die. Ist jetzt eine Elite drin? Nicht euer Ernst. Wenn der jetzt nicht mit. Ganz rennen wieder panisch darum. Das ist noch eine Elite. Heftiger Scheiß. Okay, mal weiter. Kann ich das auch umdrehen hier? Okay. Plasma Damage. Okay. So, okay. Was gibt hier oben noch? Granaten. Granaten, da hinten ist noch mal. So. Ah, geht doch. Geht doch. So möchte ich das haben. Okay. Fuck, was machst du denn hier? Shit! Keine Dino-Ammo mehr. Boah, ich hab schon gedacht, ich fliege jetzt noch in die Luft. Ne? Ich brauche irgendeine Waffe. Hallo, hast du Needler? Wo ist dein Needler hin? Ah. Da ist er ja. Der Nadelwerfer. Zack. Ich fand den Reach schon. Ah, obwohl, nein, ich weiß ja nicht. Ich glaube, in Halo 2 war er eigentlich im Overpowered, weil man den da Dual Wield nehmen konnte. Also zwei Waffen quasi, zwei Nieder. Links einen in der Hand und rechts keiner in der Hand. Sind irgendwas, außer diese fancy Lichter, die es in Halo C auch gibt. Ist das so ein Kristall, der da drin ist? Scheint so, ne? Krass. Schon cool aus. Mhm. Ich weiß nicht, man guckt sich zwar immer wieder alles genau an, in Halo, also ich zumindest, aber man lernt doch nie aus. Beziehungsweise einfach immer wieder mal so, was hat die Allianz vor? June und Noble Six finden das Haus. Was macht die Allianz auf Reach? Jackpot. Transmitting visual. You've seen this, Cat? Confirmed. Receiving Nova 3 and Nova 6 live visual of a Covenant strike force. It's no strike force. It's an invading army. If we're gonna smother this thing, we need to go in hard and fast. Agreed. All recon teams, disengage and fall back. Sun will be up in a few hours, and it's going to be a very busy day.